Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Diese Woche wird eine ganz besondere für mich werden, glaube ich. Mal schauen, wie sich alles so entwickelt. Ich möchte ja endlich mein Abnehmprogramm launchen. Und es könnte sein, dass es diese Woche soweit ist. Ich bin in den letzten Zügen. Ich habe es am Wochenende dran gearbeitet. Und ja, mehr dazu dann später. Ich mache mir gerade einen Kaffee. Ich habe noch nicht so wirklich Hunger. Wir haben nämlich gestern gegrillt mit unseren Freunden. Also wir haben das ganze Wochenende super lecker gegessen. Das habt ihr ja im letzten Food Diary gesehen. Gestern habe ich nicht gefilmt. Ich mache, glaube ich, sonntags jetzt vielleicht ab und an mal so eine Pause. Gestern haben wir gestartet mit einfach so einem ganz normalen Frühstück mit unseren selbstgemachten Brötchen. Und dann haben wir uns ein paar mit unseren Freunden getroffen und die hatten ein bisschen Sushi dabei. Und dann haben wir ein kleines Sushi-Picknick gemacht. Und anschließend ist dann einer unserer Freunde, beziehungsweise unser Nachbar, ist zu einer der leckersten Bäckereien gefahren gelaufen in Kopenhagen und hat uns dann freundlicherweise einen Kardamom-Buller mitgebracht. Das haben mein Freund und ich uns dann geteilt. Und abends haben wir dann gegrillt, super lecker mit verschiedenen Salaten. Und, Köfte haben wir gemacht und wir hatten dann noch Steak und ja, und wieder Bananen vom Grill, alles Mögliche. Sehr, sehr lecker. Und dementsprechend habe ich jetzt noch nicht so Hunger, aber ja, das wird sich dann ergeben. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee und lege los mit Arbeiten. Und was sich dann später so ergibt, das sehen wir dann. So, nachdem ich jetzt heute nur den Kaffee bisher getrunken habe und zwei Tee, werde ich mich jetzt dran machen, kurz was zu frühstücken. Und zwar haben wir noch ein paar Erdbeeren übrig von gestern vom Grillen. Wir hatten nämlich so ein ganzes Paket voll mit Erdbeeren. Also quasi wie so eine Mini-Palette. Und ich röste mir gerade Mandeln und mache Porridge. Das ist der Moment in meinem absolutes Lieblingsfrühstück, weil es einfach ziemlich lange satt hält, sehr, sehr gesund ist. Et voilà, mein Frühstück und dazu gibt es noch einen Teelöffel Haselnussmus. So, der Hunger hat sich gemeldet. Ich habe mir jetzt ein Ei gebraten. Also einfach nur hier so ein ganz normales Rührei. Und habe mir gerade von gestern ein Köfte warm gemacht. Einfach so in der Pfanne. Und dazu noch ein bisschen Spargel angebraten. Ja, und das werde ich jetzt einmal zusammen essen. Ein ziemlich low-carbiges Mittagessen. Perfekt. So, einige Stunden später. Ich habe mittlerweile nichts mehr gegessen, außer ein Stück Schokolade und halte mich jetzt gerade mit Tee über Wasser. Ich möchte mich heute mal so ein bisschen fasten, weil irgendwie, weiß ich nicht, fühle ich mich nicht so super. Und dann würde ich lieber eine Runde fasten und morgen wieder essen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen! Wir haben jetzt Dienstagmorgen und ungefähr so 10 Uhr oder so. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Wir hatten eben unser Morning Meeting, wie immer, und gefrühstückt habe ich heute auch schon. Und zwar wieder, wie letzte Woche auch, Haferflocken mit gerösteten Mandeln, Banane und Haselnussmus. Das esse ich ja im Moment fast jeden Morgen eigentlich. Wir haben aber auch noch Joghurt, den würde ich gleich auch später gerne noch essen. Ich hatte nämlich gestern Abend wirklich ziemlich Hunger. Aber ich wollte gerne fasten, um halt die Kilos vom Wochenende quasi wieder loszuwerden. Und das hat ja auch geklappt. Und so ist es halt für mich einfach eine gute Möglichkeit, entweder abzunehmen, also das dann auf längere Zeit so zu machen, abends halt zu fasten oder wenig zu essen. Und am Wochenende kann man dann auch mal ein bisschen mehr essen. Das ist eigentlich ganz gut, um zum einen durchzuhalten lange Zeit und zum anderen aber auch, um quasi wieder so den Magen zu füllen und dann wieder in die nächste Runde zu gehen, in der kommenden Woche. Oder man kann es auch nutzen, wenn man sein Gewicht halten will und mal einfach ein bisschen mehr gegessen hat, dass man am nächsten Tag halt einfach ein bisschen fastet. Das ist eigentlich eine ganz simple Sache, aber ja, es funktioniert richtig gut. Und diese und weitere Tipps findet ihr dann auch bald in meinem Abnehmprogramm. Und ja, unsere wunderschönen Blumen. Pfingstrosen, einige von denen sind jetzt schon fast vorm Verwelken. Aber ich hatte die so ausgesucht, dass sie quasi in mehreren Schüben kommen, weil die halt noch richtige Knospen waren, als wir die bekommen haben. Vielleicht hätte ich es besser ein bisschen anders getimed, weil die halt echt jetzt schon verwelken. Aber immer noch sehr schön. Und ja, ich arbeite fleißig. Nicht erschrecken. Hier oben hängen einfach nur ein paar Klamotten vom Waschen, die haben wir gestern hingehängt. Und ja, mehr bleibt eigentlich gerade nicht zu sagen. Und dann sehen wir uns später wieder. So, ich mache mir jetzt fix was zu essen und es muss wirklich fix gehen, weil ich 12 Minuten habe, um mir was zu essen vorzubereiten und zu essen, bevor mein nächstes Meeting ist, weil das geht dann eine Stunde. Und das nächste danach auch wieder. Das heißt, ich werde jetzt erstmal keine Zeit haben zu essen. Deswegen mache ich mir jetzt schnell was. Und zwar bin ich gerade schon mal dabei, Spinat anzubraten. So, und jetzt pochiere ich gerade noch ein Ei. Das ist somit die schnellste und einfachste Variante, um ein Ei zuzubereiten. Das mache ich ja in letzter Zeit ziemlich häufig.
Es dauert einfach nur 3 Minuten und man hat ein perfektes Ei. Und dazu gibt es ein bisschen Spinat. Und hier habe ich mir eine Scheibe Brot vorbereitet mit Lachs. Und da kommt jetzt halt alles einfach drauf. Und so schnell ist das Ganze fertig. Ein perfektes Mittagessen. Super gesund. Schnell gemacht. Macht es richtig gut satt. Und jetzt gebe ich nur noch ein bisschen grobes Salz drauf. Und dann ist das mein Mittagessen. So, ich sitze noch in meinem schönen Homeoffice hier. Ich habe immer so ein Chaos direkt. Immer alte Getränke, Tassen, Gläser, unzählige Papiere. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so rum ist besser mit dem Licht. Habe ich jetzt gerade noch was gesnackt. Das habe ich aber aufgegessen, während ich im Meeting war. Und zwar hatte ich eine kleine Schüssel mit griechischem Joghurt und gerösteten Mandeln. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussah. Und zwar so. Das habe ich jetzt gerade gesnackt. Und ja, gleich machen wir uns nämlich auf den Weg zu einer Freundin. Die hat uns eingeladen, bei ihr Sommerrollenessen zu kommen. Und das machen wir natürlich sehr gerne. Ich habe vorher ein bisschen vorgewarnt, dass ich im Moment da nicht so viel esse, beziehungsweise abends gerne Low Carb esse. Ich mache halt quasi immer diese Ausnahme am Wochenende. Aber unter der Woche möchte ich halt möglichst Low Carb essen, beziehungsweise gar nichts, so wie gestern. Und dann hat sie freundlicherweise angeboten, dass wir Sommerrollen machen können. Das eignet sich ja eigentlich perfekt, weil dann können die anderen das einfach so belegen wie immer. Und ich suche mir halt einfach nur die Gemüsesachen raus und packe halt zum Beispiel kleine Reisnudeln rein oder so. Und ja, das werden wir dann gleich machen. Aber erstmal werde ich noch ein bisschen arbeiten. Jetzt haben wir gleich 6 Uhr und ja, um 7 Uhr wollen wir da sein. Und ansonsten ist nicht so viel passiert. Ich habe, glaube ich, noch 2 Kaffee getrunken insgesamt und noch einen Tee. Und Cola Light. Also ich versuche mich ein bisschen mit Getränken über Wasser zu halten. Und ja, jetzt werde ich noch ein bisschen an meinem Video arbeiten. Das kommt nämlich morgen online, indem ich ankündigen werde, dass mein Programm bald online kommt. Und ja, bald ist es dann endlich soweit. Und dann sehen wir uns später wieder oder morgen. Oder ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. Gemeldet. Ich bin komplett im Work-Mode. Ja, und auch nicht geschminkt. Heute noch keine Zeit gehabt zum Schminken. Ich mache gerade einen Kaffee, weil ich heute gerade die Kaffeemaschine im Hintergrund ein bisschen winseln. Ja, also ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Bisher sonst noch nichts Spannendes passiert. Ich habe zum Frühstück ein bisschen Joghurt gegessen heute mit Mandelsplittern. Gerösteten Mandeln. Und sonst einfach nichts drin. Und heute Mittag gab es Erbsensuppe. Die hatten wir vor einigen Tagen mal gemacht. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Die hatten wir eingefroren und ja, heute dann eben als Mittagessen. Und jetzt gerade mache ich mir einen Kaffee. Und mir fällt gerade ein, dass irgendjemand mal geschrieben hat, ich soll mich nicht so viel drehen im Video. Ich glaube, ich mache es einfach die ganze Zeit. Das tut mir leid. Das mache ich nicht bewusst. Ich glaube, das mache ich eher unbewusst, weil ich halt so im Gehen quasi rede. Ja, und gestern Abend waren wir ja Sommerrollen essen bei unserer Freundin. Sehr, sehr lecker, habe ich sehr, sehr lange nicht gegessen. Und eigentlich wollte ich auch mich sehr zurückhalten beim Essen, aber das fiel mir dann ein bisschen schwer. Deswegen habe ich, glaube ich, 4 oder so gegessen. Und noch ein ganz kleines bisschen Eis. Aber das hat der Waage nicht geschadet. Ich wiege noch genauso viel wie gestern, beziehungsweise, ich glaube, sogar ein bisschen weniger. Und ja, so plätschert das also gerade vor sich hin. Heute Abend werden wir wieder noch ein bisschen low-carbiger essen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, Zucchini-Nudeln zu machen, weil wir gestern halt auch Zucchini in den Sommerrollen hatten. Und dann ist uns wieder eingefallen, wie lecker das eigentlich ist. Und dazu ein bisschen Pesto. Und ja, deswegen glaube ich, dass morgen dann wieder das Gewicht ein bisschen fällt. Ich werde jetzt aber ein Mini-Stück Schokolade essen. Letzte Woche Freitag, vielleicht habt ihr das in meinem letzten Food Diary gesehen, hat mein Freund mir Schokolade mitgebracht. Und davon ist noch ein kleines Stück da. Das werde ich jetzt essen, zusammen mit einer Tasse Kaffee. So, etwas später. Ich war jetzt gerade kurz einkaufen, weil wir so ein paar Basics brauchten. Unter anderem für unsere Zucchini-Pasta heute Abend. Das war eigentlich der Grund, warum ich losgezogen bin. Und Basilikum, weil wir Zucchini-Pasta mit Pesto machen wollen. Und dann, wie das immer so ist, habe ich noch ein paar andere Sachen mitgenommen, die wir halt brauchten. Einfach ein bisschen Brot, dann diese Spitzpaprika. Die hatten wir zuletzt auf dem Grill und das ist mit das allerbeste, finde ich, was es so vom Grill gibt. Dann gab es noch Philadelphia gerade günstig, deswegen habe ich den gekauft. Ein paar Bananen. Dann Reispapier, weil wir gestern Sommerrollen gemacht haben. Und ich bin an denen vorbeigelaufen und dachte mir, ich kaufe einfach mal 2 Pakete, damit wir die da haben, falls wir das bald wieder machen möchten. Dann 2 Hafermilch,
einmal Kaffee. Eier können auch nicht schaden und dann einfach noch ein bisschen Schinken und hier so fettreduzierter Bacon. Wir haben nämlich so ein super leckeres Pasta-Gericht. Und da kommt eigentlich Bacon rein, beziehungsweise Pancetta. Aber dafür benutzen wir gerne diesen fettreduzierten Speck hier. Das ist einfach die Speckschwarte quasi abgeschnitten. Und dann noch ein bisschen Zucker. Das war der Einkauf und jetzt müssen wir auch bald was essen. Ich habe schon sehr, sehr großen Hunger. So, die Zucchini schneide ich immer hier mit dieser Maschine. Da gibt es ja so verschiedene Varianten. Kann ich das auch mal verlinken, falls ich dran denke und es finde. Und dann braten wir dazu noch ein bisschen Brokkoli an. Und dann essen wir die Zucchini-Pasta einfach mit Pesto. Da haben wir jetzt hier alle Zutaten. Und zwar ist das Pesto Trapanese. Da rein kommen Mandeln anstelle von Pinienkernen, Basilikum, Zitrone, Kapern und Olivenöl. Donnerstag, aber eigentlich ist heute Freitag, weil wir nämlich morgen Feiertag haben in Dänemark, was sehr, sehr cool ist. Das heißt, ich habe morgen frei und mein Freund auch. Und deswegen machen wir heute Abend wahrscheinlich so eine kleine Freitagssache. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir hatten erst überlegt, wieder in die Markthallen zu fahren, wie wir das schon mal vor zwei Wochen, glaube ich, gemacht haben, abends, als wir die Spaghetti alla Vongole gegessen haben mit Muscheln, vielleicht erinnert ihr euch. Und wir wollten das jetzt nochmal machen. Und unser Nachbar hat aber auch gefragt, ob wir Lust haben, mit ihm zu grillen, mit seinen Freunden. Überlegen wir jetzt mal. Heute Morgen habe ich nur ein ganz kleines bisschen Joghurt gegessen. Das war wirklich nicht viel, weil wir einfach noch so einen Rest hatten und ich hatte auch keine Lust, Porridge zu machen. Eigentlich hätte ich, weil ich einen Topf hätte spülen müssen. Deswegen habe ich einfach den Joghurt gegessen und habe jetzt gerade draußen in der Sonne gearbeitet. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Farbe bekommen. Also wie gesagt, ich bin gerade am Arbeiten, habe schon zwei Kaffee mit Hafermilch getrunken, die haben mich auch ein bisschen satt gehalten, aber jetzt habe ich sehr, sehr großen Hunger und ich werde mir wieder ein Ei pochieren. Und wir haben nämlich super leckeren Schinken und noch so viel Spinat übrig, der langsam nicht mehr so schön ist. Den sollten wir mal zügig essen und deswegen mache ich mir wieder ein Egg Benedict quasi. Ich weiß nie genau, welches Egg Benedict und es gibt ja noch eine andere Variante, mit Lachs oder mit Schinken. Das ist ein Unterschied. Ich weiß gerade nicht genau welcher. Naja. Und zwischendurch snacke ich gerade ein bisschen rohen Brokkoli. Gerade hier diesen feinen Brokkoli kann man ja einfach so super roh essen. Und gestern übrigens war unser Pesto so lecker. Pesto Trapanese mit Zucchini-Nudeln. Ein Traum. Da ist ja noch ein bisschen was übrig. Jetzt mache ich mir das noch mit auf den Toast. Ich habe jetzt einfach angefangen, alles reinzubeißen, was ich im Kühlschrank gefunden habe. Ich habe nämlich eine Paprika hier. Ein bisschen Sellerie. Das kann man auch super gut roh essen. Das habe ich letzten Sommer, Herbst für mich entdeckt. Sehr, sehr lecker, vor allem mit Hummus. Super, super lecker. Macht richtig gut satt. Und es sind quasi 0 Kalorien, mehr oder weniger. Und noch eine Stange Brokkoli. Hier pochiert gerade mein Ei. Und der Spinat war leider schlecht. Das finde ich immer sehr deprimierend, Essen wegzuwerfen. Aber wir machen das wirklich fast überhaupt nicht. Also ich würde schätzen, ich habe das letzte Mal überlegt und würde schätzen, dass wir vielleicht 100 Gramm pro Woche wegwerfen an Essen, wenn überhaupt. Also wirklich, wir versuchen wirklich alles immer in den Kühlschrank zu stellen und zu gucken, dass wir das dann irgendwie noch verarbeitet bekommen und essen in den kommenden Tagen, wenn wir irgendwas übrig haben. Und wir lassen eigentlich nie irgendwas schlecht werden. So, und fertig ist mein Toast. Ist jetzt leider nicht ganz so hübsch wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatte ich halt noch ein bisschen mehr Grünes dabei und ich habe jetzt ein bisschen Pesto noch drauf gegeben. So, das hat mir jetzt noch nicht gereicht, deswegen esse ich noch ein halbes Brot mit Schinken. Und ich glaube, das reicht dann aber auch. So, es ist jetzt etwas später. Ich bin fertig mit Arbeiten. Das heißt, das lange Wochenende steht vor der Tür. Und eben ist ein cooles Paket angekommen. Und zwar, wie wir schon erkennen können, von Koro. Wir haben schon seit Wochen jetzt sehnsüchtig auf ein paar Sachen gewartet. Aber das Paket scheint unterwegs aufgegangen zu sein. Das wurde wieder umgepackt von der Post. Aber ich glaube, es ist alles drin. Was wir auf jeden Fall bestellt haben und uns schon auch richtig drauf gefreut haben, ist Safran. Den wollten wir jetzt schon super lange haben und den kaufen wir halt sonst immer in Schweden. Aber da wir jetzt schon länger nicht mehr nach Schweden konnten, habe ich den jetzt bei Koro bestellt. Super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie ihr vielleicht wisst, Safran ist relativ teuer normalerweise. Gerade wenn man den einfach so im Supermarkt in kleinen Mengen kauft. Und wir benutzen das für so viele Sachen. Für süße Sachen, aber auch für herzhafte Rezepte. Vielleicht habt ihr zuletzt das Tomatencurry gesehen von Jamie Oliver. Und da war auch ein Safran drin. Falls ihr dann noch nicht so Berührungspunkte mit habt, dann probiert das unbedingt mal aus. Ich kenne es auch noch nicht so lange, es zu verwenden. Aber sehr, sehr cool.
Dann brauchen wir auch wieder Cranberries. Die sind auch immer super für den Salat oder fürs Müsli. Die geben halt ein richtig schönes süß-säuerliches Aroma. Dann Kürbiskerne. Die waren jetzt super lange ausverkauft. Jetzt haben wir endlich wieder welche. Die geben wir normalerweise auch immer ins Müsli und ist auch super für den Salat. Und ihr bekommt ja auch immer dauerhaft 5% Rabatt auf eure Bestellung mit dem Rabattcode BarbaraLastLife. Und worauf wir auch gewartet haben, ist Olivenöl. Also ich habe jetzt mal gerade alles ausgepackt, damit ihr besser sehen könnt, was das hier eigentlich ist und nicht nur Plastik. Also Olivenöl, das bestellen wir jetzt auch immer bei Koro. Das haben wir einmal ausprobiert und finden es richtig gut. Schmeckt sehr, sehr gut. Dann brauchten wir dringend Erdnussmus. Da haben wir direkt zwei bestellt. Und Tahin, das war uns auch ausgegangen. Das brauchten wir auch unbedingt wieder. Deswegen haben wir davon eins bestellt. Das ist auch relativ oft ausverkauft. Wenn ihr das gerade braucht und es gerade vorrätig noch ist, dann schlagt auf jeden Fall zu. Und der Bio-Walnuss-Nougat-Aufstrich. Mega, mega lecker. Falls ihr das noch nie probiert habt, kann ich das auch sehr, sehr empfehlen. Das schmeckt wie, ja, bekannter Nougat-Aufstrich, aber ist halt viel, viel gesünder, weil einfach 60% Walnüsse enthalten sind. Und bei herkömmlichen Nougat-Aufstrichen halt immer nur Palmöl drin ist. Und klar, hier ist auch Zucker mit drin. Aber ansonsten wirklich nur gute Zutaten, Kakaobutter und Magermilchpulver. Klar, das sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt täglich essen, aber so, wenn man sich mal was gönnen möchte und mal einen süßen Aufstrich auf dem Brot haben möchte, ist das auf jeden Fall eine gesunde Alternative. Ja, wir sind jetzt wieder ausgestattet mit Koro-Sachen. Und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Markt und werden da ein paar Sachen einkaufen. Wir wissen noch nicht so richtig was, wir lassen uns einfach mal da inspirieren, was es so gibt. Vermutlich irgendwie was mit Fisch, weil die so eine coole Fischauswahl haben. Und ja, alles Weitere seht ihr dann später. Habe hier diese super leckeren Brötchen geholt. Einmal ein Müsli-Brötchen und ein normales mit Sesam und Körnern. Und jetzt gibt es Frühstück. Besser, wir haben ja eben diese leckeren Brötchen gefrühstückt und gerade noch mal eins gegessen und ein bisschen in der Sonne gesessen. Jetzt ist leider das Wetter nicht mehr so schön. Wir hatten nämlich eigentlich vor, draußen zu grillen mit ein paar Freunden, aber wir machen es jetzt trotzdem wahrscheinlich, weil es später wieder schöner sein soll. Diesen coolen Picknickkorb befüllt. Und zwar hatten wir einfach noch so ein paar Paprika, die wir dann auf den Grill legen können. Oliven und Pesto, den Rest kaufen wir dann unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass heute Feiertag ist in Dänemark. Und dann habe ich hier diesen Grill. Einfach so ein Gasgrill, den man halt so mitnehmen kann. Und den werden wir dann benutzen zum Grillen. So, das war's auch von diesem Food Diary. Wir haben an dem Freitag einfach nur noch gegrillt draußen im Park und dann war es uns plötzlich super kalt, weil das Wetter einfach nicht für Grillen gemacht war. Und dann haben wir abends noch Pizza bestellt und den Abend gemütlich ausklingen lassen. Mein Programm ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber sehr, sehr bald. Ich glaube nächste Woche. Nächste Woche gehe ich auch wieder ins Büro. Da werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Und hoffe, dass ich das Programm dann online stellen kann. Und ja, so danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!